Dichter Rauch dringt aus einem alten Gebäude auf dem Raspergelände. Eine Person ist in Gefahr. Da kann nur einer helfen. Die Feuerwehr Solingen. Mit zwei Trupps rückt die Feuerwehr an. Jeder Handgriff muss sitzen. Und schon kann der Angriffstrupp ins Gebäude. Gar nicht so einfach, in diesem Rauch die zu rettende Person zu finden. Geschafft, die Person ist gerettet. Ja, wir üben hier auf dem Gelände Stöcken 17 mit dem Grundausbildungslehrgang die praktische Brandbekämpfung unter Zuhilfenahme einer Nebelmaschine. Das heißt, dass wir hier Gebäudeteile verrauchen, um dann das Vorgehen bei der Brandbekämpfung oder auch bei der Menschenrettung üben. Genauso wie die einfachen technischen Hilfeleistungen, die wir hier üben, dass wir hier ein Außengelände haben, wo wir unabhängig mal von der Feuerwache mal was anderes haben, eine andere Situation haben, unbekannte Räume haben und hier auch mal ein bisschen mit Wasser vorgehen können, Wasser abgeben können, ohne irgendwelche Gebäudeschäden direkt zu produzieren. Und das Wasser abgeben wird mit unterschiedlichen Einstellungen der Spritzpistole geübt. Hier, die Ausbildung ist jetzt so gestaltet, wie sie im Lehrbuch vorgesehen ist. Da ist es wirklich so, dass das Fahrzeug fährt vor, die Gruppe trifft sich hinter dem Fahrzeug, kriegt hinter dem Fahrzeug eine Lageeinweisung und einen Einsatzbefehl, der dann umgesetzt wird entsprechend. In der Realität sieht es häufig so aus, dass wir vorfahren und schon da beginnen, die ersten Maßnahmen einzuleiten, den Verteiler zu setzen, die Schlauchreserven zu legen und dann den abschließenden Einsatzbefehl eigentlich nur noch über Funk bekommen oder in direkter Ansprache der Trupps und dieses, sag mal, militärische Vorgehen, wie man das so ein bisschen hier am Anfang gesehen hatte, gibt es in der Realität so nicht mehr. Das ist dann halt so das Praxisbezogenere und das, was wir hier noch machen, das Lehrbuchmäßige, ist der Situation geschuldet, dass in einem Grundlehrgang gewisse Grundzüge so vermittelt werden müssen, wie es dann halt auch im Lehrbuch sich wiederfindet. Die Trupps sind nach der Feuerwehrdienstvorschrift 3, haben festgeschriebene Aufgaben, das heißt der sogenannte Angriffstrupp ist der Trupp, der in der Regel das erste Strahlrohr vornimmt. Der geht vor zum Retten, eventuell auch zur Brandbekämpfung, nimmt wie gesagt das erste Strahlrohr vor. Der zweite Trupp ist der Wassertrupp. Der hat natürlich auch als Aufgabe retten, hat dann aber auch die Aufgabe als Sicherheitstrupp für den erst vorgehenden Trupp parat zu stehen, für den Fall, dass dem was passiert. Weiterhin haben wir den sogenannten Schlauchtrupp dabei, der die Schlauchreserven legt für die Angriffstrupps und dann anschließend auch Spezialgeräte, Sondergeräte vornimmt oder auch die Schlauchaufsicht führt, indem er dann halt Schlauchleitungen ins Gebäude nachführt, nachschiebt und dann für besondere Aufgaben weiter zur Verfügung steht. Auf diese Weise können die Gebäude auf dem Raspegelände noch gut genutzt werden.